Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Und diesmal geht es um unsere beste Freundin Aline Bachmann mal wieder und ihre TikTok, ja schon fast Scheinheiligkeit, so deutlich kann man das mal sagen. Und dass sie momentan dort immer noch bettelt, das ist ja nichts Neues. Sie versucht da halt irgendwie Geld reinzubekommen und das scheint sie ja auch dringend zu gebrauchen. Ja, haben wir in den letzten Wochen schon drüber berichtet. Und diesmal, warum sage ich Scheinheiligkeit, streamt sie mit einer Person, die sie, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon negativ mal erwähnt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Streamer war oder jemand anders, aber sie hat sich generell sehr abfällig gegenüber Leuten geäußert, die auf TikTok mit Maske streamen. Und jetzt hat sie mit jemandem mit Maske gestreamt, der auch mehrfach dort gegen sie gewonnen hat. 20 Mal, ja. Und es geht hin und her und es wird gebettelt vom Feinsten. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, da sind so ein paar Cuts bei. Weil er auch so copyright-technisch wahrscheinlich schwierige Videos eingespielt hat, also so Musikstücke. Das ist dann immer so ein bisschen blöd. Deswegen muss ich da so ein bisschen schneiden, nur dass ihr versteht, dass es jetzt nicht an einem Stück gezeigt werden kann. Und ich denke, das ist für euch so ganz interessant, damit ihr einfach mal merkt, okay, sie ist sich zum einen nicht zu schade, mit den Leuten zu streamen und mit denen quasi dann ja auch Geld zu verdienen, weil die treten ja gegeneinander an und das pusht sich ja dann hoch, die sie dann vor ein paar Tagen noch sehr negativ beäugt hat. Ja. Und er macht sich da natürlich auch so ein bisschen drüber lustig. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat oder ob die deswegen live gegangen sind, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber es ist auf TikTok anscheinend unfassbar einfach, Geld zu verdienen, ja, weil sonderlich unterhaltsam ist das jetzt nicht, außer dass beide Seiten, ja, ganz ehrlich, um Support bitten und das dann auch bekommen, um dann halt zu gewinnen. Ja? Und die Communities stacheln sich gegenseitig hoch und das läuft. Aber bei der Bachmann nicht ganz so gut, trotz Betteln. Und das ist, wie ich finde, schon wieder ganz lustig. Aber seht selbst. Ich brülle gleich. Oh mein Gott! Leute, bitte alle mal Herzen in den Chat für CD! Ganz kurz. Bitte, ihr Lieben, macht mal alle jetzt Herze in den Chat für Cindy. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ein Wunder ist geschehen. Herze in den Chat für Cindy, lieben. Zwei Runden noch, ihr Lieben. Zwei Runden, dann sind wir weg. Wir haben 20er Wins aufgebaut. Cindy, ich küsse doch dein Herz. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ach du Scheiße. Nur der Vierte spricht. Cindy, was hast du getan? Du hast einfach zersägt. Platz 18 in den aufstrebenden Stars. Cindy, vielen, 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 vielen lieben Dank. 23.000 und wir sind in der Rangliste. Aline, kannst du jetzt auch mal bitte deine Hände heben? Du auch! Meine Hände waren die ganze Zeit oben. Da kam ein Wunder. Cindy hat einfach auseinandergenommen. Ihr Lieben, bitte zusammen. Ihr habt gesehen, es ist alles möglich hier. Oh nein. Die dachte wirklich, die gewinnt. Leg dich niemals mit Team Panther an. Bitte. Danke, Nadine. Püppi, danke. Danke fürs Grünchen. Nika, Stefan, danke für die Likes. Vika, danke schön. Hallo, Aline, bitte deine Hände nach oben. Nach oben. Mega geile Dankeschön. Vika, danke schön. Hier, meine Hände. Hände nach oben, bitte. Und bleib bitte ruhig. Bitte, ihr Lieben, alle zusammen.
Mal zwei, Liebe, mal Mal zwei. drei. Mal drei, mal drei, mal drei, mal drei, Lieben. Franzi, danke schön, ihr Lieben, mal drei. Es war gerade geisteskrank knapp. 20k noch. Leute, alles mal drei. Eine Rose abgeschlossen, danke schön. Hände hoch. Nee, ich Alles habe mal meine drei, Hände nicht mehr alles mal drei, verbunden. Lieben. Hallo, ich muss hier Musik abspielen und. Leute, alles mal Alles mal drei. drei, Lieben. Mega geile, Dankeschön. Alle zusammen bitte, Lieben. Leute, bitte. Ja, danke schön. Alles mal drei, Leute, bitte. Kommt, jeder was Kleines. Bitte, Leute, kommt. Alles mal drei. Bitte, Leute, noch 30 Sekunden. Alles mal Mega drei. geiles Mischstück. Maggie, danke schön. Vika, danke schön. Dankeschön an jeden. Vielen, 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 vielen lieben Dank, ihr Lieben. Zusammen mal drei nutzen. Ihr habt gerade gesehen, Bitte, es ist Leute. ein Wunder passiert. Alle zusammen, bitte. Bitte, Leute, alles mal drei. Bitte, Leute, kommt. Stark. Maggie, Dankeschön. Dez, Dankeschön. Maggie, Dankeschön. Hendrik, Dankeschön. Vika, Dankeschön. Lieben, jeder Punkt zählt. Ihr habt gerade gesehen, einfach in der letzten Sekunde ein Insta-Stella. Nur zusammen Abstand auf, meine Lieben. Leute, bitte, Cindy, Dankeschön. Einfach noch zwei Runden, ihr Lieben. Zwei Runden. Lasst uns mit 20 Wins hier raus. 20 Wins, das ist einfach zu krank. Aber nur, wenn wir gemeinsam halten, ihr Lieben. Bitte. Zwei Runden sind das noch. Diese und die letzte Runde, ihr Lieben. 20er Winstrike. Cindy, vielen, vielen, vielen. Nina, danke schön. Leute, bitte lasst mich gewinnen, kommt. Kommt, Leute, kommt bitte. Bitte kommt. Jetzt. Jetzt, Leute, jetzt. Jetzt. Alle jetzt. Scheiße. Hast du keine Zeit? Ja, da danke, Ach du Nina, danke schön. Scheiße! Dankeschön. Leute, 19 Runden hat er gewonnen. 19 Runden. Alter, Cindy! 19 Runden hat er gewonnen. Kann jetzt mal jemand Igli Schröder holen, bitte? Alter, der hat gleich eine 20er-Win-Serie. Bitte nochmal, ihr Lieben. Bitte alle Leute, nochmal Herz bitte. in den Chat. Bitte für Liebe. Einfach für Bitte, jeden Leute, Herz in kommt den Chat. jetzt. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wie ihr das empfindet. Also, wenn man jetzt eine Person nicht mag, und generell auch die Person kritisch sieht und sich darüber auch lustig macht, dann teamt man doch mit der nicht persönlich, oder? Oder tritt gegen die an. Vielleicht will sie da aber auch einfach im Gespräch bleiben und hat das jetzt extra gemacht. Ich weiß jetzt auch, wie gesagt, nicht, ob es jetzt wirklich die gleiche Person war, aber ich hatte vor ein paar Tagen, wenn das Video hier online kommt, schon ein Video für euch hochgeladen, wo sie ja über TikTok spricht und wie schlecht das doch alles ist und wie blöd und im Prinzip ja, das sehr bedauert, wie das dort abläuft, das sogar mit einer Mafia vergleicht und dann auch die Manager oder bei TikTok an den Pranger stellt, aber wiederum auch so Streamer nicht verstehen kann, die supported werden und in den Ranglisten ganz oben über ihr sind, die eine Maske tragen, ja, wo ich auch sage, nun gut, wenn die Leute das sehen wollen, ich würde jetzt auch lieber jemand unterstützen, der sich dort zeigt, wenn die dann schon so viel Geld verdienen, dann finde ich, dann kann man sich auch zeigen, ja, aber manche wollen halt lieber anonym bleiben und nehmen das Internet mit. Ist vielleicht sogar auch schon fast eine Idee, in Zukunft hier als Phantom aufzutreten, das Phantom von YouTube. Und hätte ja auch schon wieder fast eine Marke, ja, aber da hätte ich wiederum Probleme,
dann, wenn ich irgendwo auf der Straße langläufe und jemand mich erkennt, dass ich dann vielleicht irgendwie abgeknipst werde und dann das jemand hochlädt und ich dann quasi geleakt werde mit meinem Aussehen und allem. Dann bin ich lieber von vornherein ehrlich und zeige mich, weil ich, da hätte ich voll Paranoia die ganze Zeit. Irgendwie ist das auch komisch, ne? Aber es gibt viele, die sich nicht zeigen auf YouTube, von daher könnt ihr mal unten reinschreiben, wie ihr das so empfindet. Ich finde es immer so ein bisschen cooler, wenn man sich dann zeigt und dann hat man auch eher eine Verbindung zu der Person. Versuche ich auch wieder regelmäßiger zu machen. Manche Videos mache ich ja immer am Mikrofon. Das wird es auch hier und da geben. Ja. Mal eine schnelle Nummer, wenn man nicht so Bock hat, sich zu zeigen. Aber in der Regel sitze ich ja jetzt auch immer vor der Kamera. Ja. Und das macht mir dann am Ende auch mehr Spaß, muss ich ganz offen sagen. Aber ihr könnt es ja unten reinschreiben, wie ihr es jetzt so empfunden habt. Sie ist da auf jeden Fall sehr frustriert und am Betteln. Und es scheint nicht gut zu funktionieren. 20 Mal gegen den einen hier verloren, also der Knaller. Das soll es dann für heute aber auch schon gewesen sein, als News-Video, als Update zu der Bachmann. Wenn ihr solche Videos mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, würde mich sehr motivieren und schaut vielleicht in das letzte Video über die Bachmann rein, verlinke ich euch nochmal eins. Und generell, wenn ihr ja, das Thema Bachmann interessant findet, schaut auch in die Playlist rein, habe ich auf diesem Kanal. Da sind ja mittlerweile Dutzende von Videos über sie und da könnt ihr gerne mal reinschauen und rumstöbern. Das ist bestimmt auch nochmal das ein oder andere Video dabei, was euch vielleicht interessieren könnte. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.